What's up, Leute? Hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Kingdom Hearts, kompletten Abschnitt von Kingdom Hearts 3. In dieser heutigen Folge haben wir einiges aufzuräumen, aber ich habe auch einiges offscreen gemacht und darüber muss ich euch natürlich auch berichten und euch gewisse Sachen zeigen. Und ansonsten werden wir eine Sache machen, die mich für mich komplett blind ist, die wir aber machen müssen, während ich hier den Verkehr anfällte. Ich denke mal, die LKW-Fahrer hier sind schon komplett mit den Nerven am Ende, weil was soll denn das Ganze? So, fangen wir mal mit dem ersten an. Wir gucken mal gerade ins Gummifon. Soweit haben wir ja alles schon gesehen im Prinzip. Die letzten Gegner und so weiter. Wir haben nebenbei ein Kampfportal nicht gemacht. Es gibt neben Kampfportalen 1 bis 13 auch noch Kampfportal 14 gibt es auch noch Kampfportal 0. Ich weiß nicht mal, was man davon bekommt. Aber ja, ich habe in der Schmiede eine Menge Items geschmiedet, eine Menge Materialien gefarmt. Ich besitze jetzt mit Ausnahme von einem einzigen Material alle Materialien, die ich brauche, um alle Items in der gesamten Schmiedeliste zu schmieden, was für die 100% benötigt ist. Und ich habe schon alle geschmiedet mit Ausnahme von 2. Der Grund ist, weil ich, naja, wie soll ich sagen, weil ich das eine noch nicht freigeschaltet habe, das mache ich onscreen gleich. Und die andere Sache ist, dass es da ja noch eine gewisse Schlüsselschwertklinge gibt, eine Nonplusultimative, die natürlich immer an der Spitze jeder Schmiedekette in den Mainline Kingdom Hearts Games steht. Und bei Sleep und Dream Drop Distance so ein bisschen. Es gibt da ja keine wirklichen Schmieden. Aber egal. Das nächste ist, wir haben in den Spielrekorden noch einiges zu machen. Ich habe Multifokus-Kommandos von allen mir zurzeit verfügbaren Schlüsselschwertern angewendet. Mit anderen Worten, nur noch dieses Nonplus-Ultimative Schlüsselschwert fehlt. Wir werden ein paar Koop-Kommandos machen, denn in dieser Datei habe ich nur die Wundermieze und Wreck-It Ralph eingesetzt. Das war im Let's Play aufgezeichnet worden sogar. Und ich muss noch einmal ein 100-Wogen-Wald-Money-Spiel machen. Aber wir werden auch noch einige andere Minispiele machen. Ihr merkt, dass ich sie schon mit Mickey-Symbolen aufgefüllt habe. Das habe ich offscreen gemacht, weil ich habe sie getestet und habe dabei festgestellt, es könnte ein bisschen schwierig werden onscreen bei manchen, weil die noch ein paar mehr Versuche brauchen, als man denkt. So wird es mir wahrscheinlich auch bei dem letzten gehen, was ich jetzt blind machen werde demnächst. Aber ja, da kommen wir noch später zu. In jedem Fall habe ich schon mal die Highscores geholt. Also, wir gehen nochmal, kleinen Moment, wir gehen nochmal auf die einzelnen Minispiele, die das betrifft. Wir haben den Festtagstanz, haben wir schon innerhalb des Let's Plays gesehen, ist dasselbe, nur mit Punkten. Brauchen wir eigentlich nicht weiter zeigen. Verum Rex, im Prinzip genauso, haben wir ja schon mal im Let's Play gemacht. Lichtsucher, das auch, aber, und das ist einer der zwei Gründe, warum ich in dieser Welt bin, der Lichtsucher hat, wie ihr merkt, einen B-Kurs, den wir niemals innerhalb der Story gemacht haben. Und um den geht es natürlich. Aber jetzt wird es Zeit, erstmal unser anderes Schmiedematerial freizuschalten. So, in der Schmiede gab es viele Fotomissionen. Ich habe alle ausgefüllt, zum Beispiel dieses Bugs and Monsters, bla, oder die Vogelscheuche im 100-Morgenwald fotografieren, oder ein bisschen Bugs ist das, glaube ich, oder den Wasserfall im Port Royal fotografieren. All diese Geschichten habe ich offscreen gemacht, aber ich habe eines offen gelassen. Wir haben auch schon alle Fotomissionen mal gesehen im Laufe des Let's Plays. Und die Fotomission, die ich offen gelassen habe, ist alle meine 12 Begleiter fotografieren. Damit sind nicht alle Charaktere in allen Welten gemeint, sondern lediglich die Begleiter, die wirklich in meiner Party drinne waren. Mit Ausnahme von Rapunzel, weil sie die Party irgendwann nicht mehr betreten kann, da ihre Haare weg sind. Sie zählt nämlich aus diesem Grund nicht wirklich als Begleiter. Nun, ich habe Fotos von all meinen Begleitern. So, ich habe einige Fotos gelöscht, also wir sehen, ich habe Goofy, ich habe Donald, ich habe Buzz, ich habe Woody, ich habe Herkules, ich habe Flynn oder Eugene, Rapunzel nur zur Sicherheit gemacht, das war alles nur zur Sicherheit, die zählen alle nicht. Olaf muss ich auch für eine Fotomission, da hatten wir das hier. Da haben wir noch ein Foto von Donald, weil er in der Luft festhing und geglitscht war. Jack Sparrow, der Begleiter natürlich, da haben wir Marshmallow. Sicherheit, da haben wir Sully und dort haben wir Mike, was ein bisschen unakkurat ist, weil er nicht verdeckt ist. Aber das ist Nebensache. Und ja, ihr merkt vielleicht, es fehlt ein Begleiter. Und das ist Grund Nummer 2, warum ich in dieser Welt bin. Let's see. Lächeln.
Baymax! Would you like to take my picture? Too late, my friend. Too late. So, folgendes. Ich muss das Gebiet wechseln. Nicht direkt. Sagen wir es mal so. Ich muss Nacht werden lassen, weil ich nur dann die Lichtkurse machen kann. Ist ja Lichtkurs, ne? Nacht und so weiter. Deswegen machen wir das gerade mal ganz schnell. Ja, zum Glück ist das nie übertrieben und schwunghaft. So, ich werde dort nicht auf den Rekord aufziehen. Ich werde den Lichtkurs jetzt so gut machen, wie es geht. Und dann habe ich ihn gezeigt. Das ist die Hauptsache. Der Rekorde habe ich von allen Minispielen bis auf einen ja bewusst offscreen gemacht, damit ich jetzt nicht 20 Mal versuchen muss. Diese Party wird lang genug, keine Sorge. Vor allem, weil ich sehr viel zu erklären habe. Dazu kommen wir noch später. Ist egal, in welchem Bezirk. Falls ihr euch nebenbei fragt, wann ich mal die geheimen Berichte... ja, Donald. Wann ich mal die geheimen Berichte vorlese, die ich jetzt durch die Battle-Portale freigeschaltet habe. Das kommt noch. Ich werde die Berichte immer so weit vorlesen, wie sie relevant sind. Die Inhalte der Berichte beziehen sich im größten Teil auf das, was in Kingdom Hearts komplett noch kommen wird. Und einige Revelations, die es in Finale geben wird, was ab dem nächsten Part anfängt. Und da werden wir auch schon die ersten zwei lesen, glaube ich. Zwei Stück sind es. Mit gewisser Ausnahme von zwei Stück, aber im Prinzip thematisch werde ich sie immer dort einfügen, wo sie reinpassen. Denn es geht auch teilweise um Charaktere und Revelations, die halt jetzt noch kommen müssen. Das wird natürlich nicht gespoilert von mir. So, dort haben wir noch das Kampfportal. Ich muss gerade mal gucken. Ich suche Go-Go. Die steht auf einem Gebäude, nicht das da. Könnte sie ganz oben sein? Oh, ich glaube tatsächlich ja. Ich meine, sie ist hier oben. Nein. Okay, wartet mal. Da unten haben wir den Pudding. Da hinten steht sie. War ich nicht auf diesem Gebäude? Na egal. So. Lichtkurs Nummer 2. You gonna try the new course hero, mate? Oh ja, und ich werde glorreich versagen. Überraschung, er involviert Gummischiff-Kontrolle. Ich habe mich geheilt, warum auch immer. Ich habe mich verdrückt, okay? Nicht nur Gummischiff-Kontrolle, sondern insgesamt auch unsere Big Hero 6 Bosskampf-Fluggeschichte im Prinzip. Ah, ich bin ausgewichen. Ich bin meinen Punkten ausgewichen. So, für die 100%. Die 100% definieren sich in diesem Spiel nebenbei durch Trophäen. Und durch Komplettierung von Gummimissionen und sowas muss man gewisse Sachen schaffen. Gewisse Punktzahlen bei Spielen, die über einen A-Rang hinausgehen. Bei der Lichtkurse auf A-Rang habe ich ja schon gemacht. Bei Verum Rex 12 Millionen oder 120 Millionen Punkte. Ich weiß gerade nicht, wie viel das genau war. Haben. So, jetzt sind wir hier zu Fuß. Okay. Oh, das geht irgendwie viel smoother als bei meinem A-Rang-Versuch. So, jetzt kommen Gegner. Dann machen wir Blitz. Blitz. Und nochmal Blitz. Ich hoffe nur, dass ich hinterher genug Blitz übrig habe. Das ist schon ein gutes Zeichen, dass ich jetzt schon weiterkomme. Das ist alles viel smoother als bei meinem A-Rang-Versuch. So, hier gehen wir einmal hoch. Ich muss nicht allen Ringen hinterherlaufen nebenbei. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, ey, ich gehe jetzt hier hin. Habe hoffentlich keine Spritzfahrt ausgewählt. So. Und dann kommen wir jetzt hier. Einfach weiter. Nehmen ein paar mit. Kontrolle durcheinander geraten. Okay. Okay. Springen habe ich nicht mehr erwischt. Okay. Man muss eine Kombination aus Geschwindigkeit und Punkten haben. So. Landen. Und Blitz ist unser größter Freund hier. So. Und wenn wir weiter sind, habe ich das Gebäude, genau.
In jedem Fall, die 100% dieses Spiels, die ich angeschnitten hatte, definieren sich weniger durch Journal-Komplettierung, das natürlich auch, aber hauptsächlich durch die Trophäen, die dieses Spiel insgesamt hat. Es gibt so keinen wirklichen 100%-Account in diesem Spiel, jedenfalls keinen, den ich wirklich jemals gefunden habe. Das läuft gerade nicht smooth. Mit Ausnahme von gewissen Sachen wie Spielrekorde und die Schmiedeliste zum Beispiel. Aber das sind ja Sachen, die wir auch zwischendurch machen. Das läuft gerade nicht so toll. Okay. Und noch einmal. So, jetzt haben wir hier gleich den nächsten Kampf. Neo-Schatten. Kennt man ja, Schattenschalten. So, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen... Ich werde jetzt keinen Ether oder sowas verbrauchen. Habe ich beim A-Rang versucht, tatsächlich auch nicht gebraucht. Erstmal kriegen wir noch einen Blitzkar, dann kriegen wir noch eine Luft-O-White. So. Und dann sind kleine MP auch schon wieder da. Und wir können stoppen. Ich glaube, ich war 20 Sekunden langsamer. Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich ein B-Rang sein. Punkte sind auch weniger. Kein Ding. Ungefähr so lief auch mein erster Versuch. Die Tipps helfen nebenbei wirklich. Wir beenden, wie gesagt, brauchen keinen A-Rang. Wir haben eine Meistermedaille erhalten. Die habe ich für diverse Spiele erhalten. Auch eine Junior-Medaille. Es gibt wahrscheinlich auch noch eine Zwischenmedaille, aber die habe ich nie erhalten. Wahrscheinlich für C- und D-Ränge. Die werden wir uns auch noch mal ganz schnell angucken, denn das sind auch ausrüstbare Items mit Verstärkungen. So, okay. Hier. Wir gehen jetzt mal, das sind alles so Ringe. Hier seht ihr die Meistermedaillen. Sie heißen zwar alle Meistermedaille, aber ihr seht, dass sie ganz unterschiedliche Werte und Fähigkeiten mit sich bringen. Sammelt man halt durch diverse Minispiele und die Junior-Medaille ist halt eine, ja, mit niedrigeren Werten. Also insgesamt jetzt nichts so Überragendes, wenn man bedenkt, was ich da sonst habe. Pudileums zum Beispiel ist schon ein bisschen was Besseres. Warum habe ich die eigentlich nicht ausgerüstet? Ah ja, ich habe ja einen Glücksring gerade. Das ist ja die Sache. Das war für Materialienfarben noch. Deswegen habe ich zum Beispiel auch den Hilfs-Sheriff mit dem Glücksboost drin. Neben dem Glücksring mit dem Glücksboost. So, wir könnten jetzt unser Item für das Foto schmieden. Aber das ist noch nicht ganz an der Sache. Das ist noch nicht ganz angesagt. Denn wenn ich schmiede, dann schmiede ich alles nacheinander komplett. Aber, da es noch ein weiteres Minispiel gibt, was wir innerhalb der Story nicht gesehen haben und was ich brauche, um die vorletzte, also die letzte Sache zu schmieden, neben der vorletzten, die ich noch schmieden muss. Ja. Faden verloren. Wir müssen noch ein Minispiel machen vorher. Außerdem gibt es noch ein Kampfportal, das wir nie gemacht haben und dementsprechend sehen wir uns im Schlüsselschwertfriedhof. Aber vorher noch einmal im Gummispace. Ihr seht gleich warum. So, da sind wir. Die Sache ist nämlich, ich habe offscreen ein bisschen Gummimissionen gefarmt. Namentlich eine im letzten Raum. Das war die Schnelles Gefecht 11 Mission, glaube ich. Moment. Ja, ganz genau. Diese Mission hier. Schnelles Gefecht Nummer 11 habe ich gefarmt. In dieser Mission kann man 200 Gegner in einer Minute besiegen, was meiner Meinung nach so ziemlich die schnellste Möglichkeit ist, Gegner zu besiegen. Ja, es gibt Missionen mit mehr Gegnern, aber die sind meistens Countdown-Missionen, die sowieso länger als eine Minute dauern. Außerdem kommt hier ein Gegner vor, der... Ich kann mich irren, aber der irgendwie als mehr Gegner zählt und... Ich habe für jeden Kampf mehr als 200 Gegner letztendlich erhalten. Also, das kann ich machen. Und warum Gegner töten? Natürlich für die letzte Gummimission, oder vorletzte Gummimission, Entschuldigung. Wo wir 9999 Herzlose besiegt haben mussten. Wir waren ja bei 5500 irgendwas zuletzt. Ja, also ich habe dann auch 4000 Herzlose besiegt. Also ich habe die Mission ein paar Mal gemacht. Und damit hat sich automatisch die letzte unlocked. Gummijet Komplettist heißt es, die genauso ist wie eine Platinum-Trophäe, habe alle anderen Missionen erledigt. Bei Platinum-Trophäen heißt es ja auch, habe alle anderen Trophäen gesammelt. Und genau das ist ja heute unser Ziel. Also passt es ganz gut, dass es für Gummimissionen sich ähnlich verhält. In jedem Fall, damit ist
der Gummispace fast komplett abgehandelt. Ich sage fast, weil... Und ich weiß nicht, ob das reinzählt. Ich glaube nicht. Aber das würde ich, wenn dann, sowieso offscreen machen. Weil... What can we get ya? Es im Gummiladen noch 3 Items gibt, für die ich nicht genug Geld hatte, um sie zu kaufen. AKA die 3 Sachen, die mir insgesamt fehlen. Aber das stimmt nicht ganz. Die Sache ist, mir fehlen noch 2 weitere Teile. Ich kann euch das gerade mal kurz zeigen. So, wir nehmen die Comet. Das ist so eine Festung, die ich zwischendurch gemacht habe. Also, es sollte wirklich so ein bisschen wie eine Festung sein. Mein Ziel war es einfach, 2 Gummijets. Man hat ja immer diese Mini-Jets, ne? Man kann die Mini-Jets auflösen, um jeweils 150 Kostenpunkte freizuschalten, sodass man vom 1000er-Limit auf 1300 kommt. Und ich wollte dann einfach mal was damit bauen. Und das ist dabei rausgekommen. Ein bisschen überspitzt, bisschen übertrieben. Sieht auch nicht ganz so toll aus, wie ich es gerne hätte, aber ja. Und hier kann ich jetzt montieren. Extra Gummis. Und hier fehlen mir zum Beispiel 3 Teile. Das sind sogar noch ein bisschen mehr. Genau, das sind die 3 Kaufbaren hier. Na, die kriegen wir noch. Und dann gibt es hier noch 3 Teile, von denen ich keine Ahnung habe, welche das sein sollen. Oder wo ich die herbekomme. Aber ich habe alles gemacht, bis zum Erbrechen. Also, ich weiß nicht, ob ich die auch für die Gummijet 100% brauche. Es gibt nochmal eine Endstatistik. Wenn ich das Spiel durchgespielt habe, wird es eine Statistik geben. Und dann wird es nochmal die 100% Statistik geben. Und dann werde ich euch sagen, ob das reingezählt hat oder nicht. Beziehungsweise, ob ich was machen musste oder nicht. Oder was ich gemacht habe oder nicht. Je nachdem. So, wir müssen das Kampfportal 0 haben. Und die Toybox-Melodie. Die Toybox-Bosskampf-Melodie. Beziehungsweise eine der Kingdom Hearts 3 Trailer-Melodien. So, die Sache ist, ich werde dieses Kampfportal jetzt ein paar Mal machen. Und es ist eigentlich recht dumm, dass ich gerade Blitz eingesetzt habe. Weil das nicht in meinem Interesse ist. Die Sache ist, ich werde dieses Kampfportal jetzt ein paar Mal machen. Damit wir die Beschwörungen nochmal alle sehen. Ich glaube, ich habe sie im Let's Play schon gezeigt. Bin mir gerade auch nicht ganz sicher. Also machen wir es einfach. So, ich kriege jetzt eh keine Max-Magie mehr. Nun denn. Okay, fangen wir mit Simba an. Ich mag auch den Callback der Melodie, die Simba mit sich bringt. Es ist einfach mal die Pride Lands Kampfmelodie. In Kingdom Hearts 3 Version. Die nebenbei auch recht lange gespielt wird. Und falls ihr euch fragt, solltest du nicht einen größeren Ether als High Ether einpacken, guck mal auf meine MP-Leiste. Ehe diese Beschwörung vorbei ist, kann ich doch schon die nächste einsetzen mit einem High Ether. Und los! Die Melodie klingt so gut in Kingdom Hearts 3. Okay. Weiter. Und jetzt werden wir mit Meeresspektakel weitermachen. Und dann eine Melodie, die wir vor allen Dingen in Chain of Memories sehr oft hören durften. Ich habe ganz vergessen, wie das funktioniert. Nur ein Rhythmus-Mini-Spiel. Das Problem ist, man muss nicht auf das Kreis achten, sondern auf den Tauchpunkt. Und das gerät manchmal durcheinander, weil es in Birth by Sleep zum Beispiel komplett anders ist. Na komm. Wir verwandeln das Reich der Dunkelheit in ein Punchbecken. Okay. Achso. Stimmt, es gibt ja keinen High-Ether mehr. Ach, nehmen wir einen Mega-Ether für diesen Zweck. Korb und Plasma-Gewitter. Stitch. Ich glaube, ich muss ihn voll ausführen. Deswegen hoffe ich mal, dass der Kampf jetzt noch nicht vorbei ist. Und jetzt werden wir wieder Dreiecke formen. Okay. Und. Aber wir können auch Vierecke formen.
kann Stitch auch springen lassen, um bessere Formen zu machen. Und dann wir um die Gegner rumbauen. Bauen wir nochmal ein bisschen höher, jetzt noch ein bisschen tiefer. Und noch einmal höher. Und hier auch wieder eine Remix-Version der Deep Space Battle Theme. Verdammt! Ich hoffe, das hat gezählt. Es hat gezählt. Es waren ein paar Treffer dabei. Das Plasma-Gewitter. Ich meine, wir haben es im Let's Play schon mal gezeigt, soweit ich weiß. So, Multifokus, dafür brauche ich das letzte Schlüsselschwert. 100 Morgenwald wäre das nächste, was ansteht. Aber ja, mal so ganz nebenbei eine Sache, die ich komplett vergessen habe. Unsere Charaktere sind alle Level 99. Auch das war eine Trophäe, die wir brauchten. Bin immer noch fasziniert, dass das mit der Muggel-Lotterie am Ende so glimpflich ging. Als, bevor ich das gemacht habe, bevor ich von dem Trick erfahren habe, dachte ich echt, dass das so eine Sache wird, die absolutes Kotzen in mir auslösen würde. Ja, apropos absolutes Kotzen in mir auslösen. Ich hoffe, du magst deinen Tee mit ein bisschen Mageninhaltzusatz, Merlin, denn ich werde gleich... Ich denke mal, dass das mir hat. Das könnte auch Macchiato sein von der Farbe her. So, jetzt ist nur noch die Frage. Warte mal. Hier, wegen der Lichtsucher, die Erklärung will ich weghaben. Und die Fertigkeiten für Sora. Achso, Attraktionsbuch, Hohmagiezeit. Das waren die Lichtsucherpreise, nebenbei. So. Also, wir haben im 100-Morgenwald Pußhonig-Ernte, habe ich offscreen gemacht, für Ingredient Farm und Gemüsefreuden. Das sind Blumen und Gemüse. Mit anderen Worten, es müsste Obst fehlen. Vegetable. Oder Früchte. Obst, ja, doch. Obst, natürlich. Ja, es ist Bubble, Bobble, Puzzle, Bobble, was auch immer. So, wir machen es jetzt einfach. Ich weiß nicht, wie viel ich machen werde. Die Sache ist, diese Spiele können unendlich lang gehen. Als ich das mit der Blumengeschichte gespielt habe, habe ich irgendwann einfach aufgehört. Denn das Spiel hat ja keinen wirklichen Schwierigkeitsgrad, außer die runtertickende Zeit. Und die konnte man auch noch immer erhöhen, ist das Problem. Deswegen gab es da vor allem bei den Blumen in dem Spiel nicht wirklich einen Endpunkt. Do what you must. Ich weiß nicht. Also, ich hatte ja leider gehofft, dass ich ein Let's Play das Ganze nochmal nicht nochmal machen muss. Und jetzt ist auch die Frage, warum ich das zeige. Wir machen 10.000 und dann war's das. Dann lassen wir die Zeit runterticken. Ich glaube gar nicht, wie froh ich bin, dieses Video jetzt hier endlich aufzunehmen. Die Sache ist, ich bin ja schon seit circa einem Monat so weit, dass ich diesen Part hier aufnehmen muss. Und ich habe die ganze Zeit offscreen Arbeit betrieben, um das perfekt zu strukturieren. Und ich glaube, ihr merkt, dass ich einen ziemlichen Plan verfolge mit allem, was ich hier tue. Dass ich auch gerne mehr Aufgaben in einem mache. Die Sache ist, ich war irgendwie sehr nervös, weil ich nicht wusste... Ah, 10.012, das passt schon. Weil ich nicht wusste, ob mir das gut gelingen wird. Ich weiß nicht, ich mag es gerne perfekt. Und manchmal wird man seinen eigenen Anforderungen nicht gerecht. Was ist das nebenbei für einen Obstgarten? Deine Büsche, Rabbit, deine Büsche kacken regelrecht diese Dinger da aus. Nein, Spielhilfen sagt, da ist ein Rekord. Nein. Oh oh. Nein!
Guess I'll have to try again. Aber das werde ich euch nicht zumuten. Wir schneiden. Ah, endlich. Das Problem ist, dass man es jetzt nicht einfach abwarten darf. Also, dadurch, dass man es fehlschlagen kann, dieses Spiel, wenn man die Früchte nach unten kullern lässt, kann man nicht einfach da sitzen und die Zeit abwarten. Mit anderen Worten, man ist gezwungen, dieses Spiel die ganze Zeit zu spielen. Und die Zeit verstreicht dadurch langsamer, weil du sie mit deinen Aktionen immer anhältst. Aber du musst es tun, um es nicht zu ver... Ah, das bringt ein ganz neues Problem mit sich für dieses Spiel. Und nein, wir machen das nicht. Dafür haben wir das jetzt geschafft. Ja, Gummifo-Neuigkeit. Sehr gut. Damit haben wir auch den 100 Morgenwald. Jetzt fehlen also nur noch 2 oder 3 Multifokus-Kommandos. Aber dafür brauchen wir erstmal eines unserer letzten beiden Schmiede-Items. Es hängt alles daran. Und dafür brauchen wir auch ein noch nicht erkundetes Minispiel. Und dieses Minispiel wird zu... Es hängt alles mit diesem Schlüsselschwert zusammen. Mit diesem letzten Schlüsselschwert, was wir noch brauchen. Nein, das funktioniert so nicht. Nicht den Titelbildschirm, bitte nicht. Oh ja, sind wir. Die Sache ist, dieses letzte Minispiel, das werden wir bis zum Erbrechen spielen. Ich weiß nicht, wie lang der Part insgesamt ist. Meine Rohaufnahme ist jetzt schon fast 40 Minuten. Also schauen wir mal. Wir sehen uns in Arendelle. So, jetzt ist die einzige Frage. Bei wem initiiere ich das Minispiel? Dieses Minispiel ist für mich so blind, dass ich nicht mal das weiß. Ich würde mal vermuten, einer von den beiden. Here, I'll show you the way. Ja. Hab's gefunden. Also. Das Bergrund, das Leitminispiel, was wir so gesehen in der Story schon gemacht haben, nur es ist ein bisschen anders. Und soweit ich weiß, gibt es in diesem Spiel auch Schätze, die wir finden müssen. 10 Stück oder so? Die sind wohl irgendwo auf der Strecke verteilt. Und wenn ich alle Schätze habe, kriege ich das letzte Schmiedematerial, was ich brauche, um das Schlüsselschwert zu schmieden. Dann können wir endlich alle schmieden und unseren letzten Multifokus machen. Und dann war's das. Dann haben wir's. Okay. Okay, schnell, Unversehrtheitsbonus, Zeitbonus, Punktemultiplikator. So, folgendes. Also, wie gesagt, es leitet sich von den Prozenten ab, von den Trophäen ab, was wir hier machen. Natürlich muss man auch in diesem Minispiel neben den Einsammeln der Schätze eine Punktzahl haben. 600.000 Punkte. Mit anderen Worten ist es schon wichtig zu lernen, wie dieses Spiel insgesamt geht. Schließt das Rennen ab, ohne Hindernisse zu kollidieren, Zeitbonus. Innerhalb einer bestimmten Zeit. Sammeln wir mehrere Kugeln in Folge ein. Okay. Wiederhole das Rennen so lange, bis du alle Schatzbelohnungen gefunden hast. Und das ist der Knackpunkt. Ich weiß natürlich nicht, wo die sind. Es kann sein, dass ich das Rennen jetzt einmal mache und dann werde ich lediglich dort schneiden, wenn ich die Schätze einsammle. Schön auf der Infantilwache plus rumsliden. Ich glaube, das war ein Schatz. Oh, ich weiß es aber nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie die Schätze aussehen. Bäh. Au! Unversehrtheitsbonus! Ah! Hilfe! Ich kann die Kamera nicht drehen! Das ist ja super! Das ist ja super! Hab ich versucht, Donald? Die Kamera ließ sich nicht mal drehen. Egal. 1000 Punkte, okay. Die will man also unbedingt einsammeln. Oh, yeah! Ich muss zum Glück keine Skateboard-Kunststück-Dinger picken. Hier gibt es Luftlines. Okay. Das Problem ist, die Strecke scheint schon ein bisschen größer zu sein. 600.000 Punkte. Ich meine, ihr seht, was ich jetzt gerade erst habe. Oh yeah! Oh yeah! We do! Hat Donald gerade Help gesagt? Das würde ja passen. Also das hier ist definitiv nicht der Versuch, der super gute Zeiten mit sich bringt. Ich habe noch keinen einzigen Schatz gefunden. Das macht mir gerade schon mal Sorgen. Oder habe ich? Und er wird mir nicht angezeigt.
glaube aber nicht, dass ich habe. Also insgesamt, wenn ich mich darauf konzentriere, sind 600.000 Punkte schon irgendwie ein bisschen schwierig zu erreichen. Nun denn. Also, schnell, ohne Kollision und mit vielen Punktekugeln. Da waren ein paar Luftlinien, zu denen ich nicht wirklich kam. Jetzt ist die Frage, ob es eine optimalere Strecke gab als die, die ich hatte. Man will sich wahrscheinlich hauptsächlich auf Luftlinien bewegen. Okay. In erster Linie versuche ich erstmal gerade, keine Kollision zu haben. Ich denke einfach, dass die Luftlinien das besondere Gusto der ganzen Sache sind. Und viele tausender Kugeln. Sollte auch was bringen. Die Schätze geben, glaube ich, nicht wirklich Punkte. Juhu! Ich habe jetzt schon eine höhere Punktzahl. Der Multiplikator ist irre abhängig davon, dass man nirgendwo kollidet. Oh oh. Oh oh. Okay. Also ihr merkt, ich konzentriere mich gerade so auf die 600.000 Punkte in erster Linie, dass ich die erreichen kann. Das könnte mit dem Finden von Sachen der schwere Teil. Nein! Sein! Ja! Na bitte! Trophäen bekommen wird mir auf PlayStation hier nicht angezeigt. Ich hab's während Aufnahmen aus. Aber wir gucken trotzdem mal kurz. Keine Prozentzahl? Vielleicht muss ich erst X drücken. Fusionsrakete. Was ist bitte schön die Fusionsrakete? Okay. Eine neue Fähigkeit. Ich habe auch sowas wie Team Eis und Team Blitz öfters mal bekommen. Fusionsrakete. Das hört sich nach einer Donald-Fähigkeit an, wenn ich ehrlich bin. Aber scheinbar nicht. Ja, Fokus-Sog, Teamblitz, Fusionsrakete. Achso, ein Abschlussangriff mit Goofy einfach. Ja gut. Okay. So. Das haben wir. Ich habe aber noch keinen der 10 Schätze gefunden. Ich werde jetzt ein paar Touren machen und werde euch dann dazu schneiden, wann immer ich einen Schatz einsammle. Denn die Strecke haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und dann würde ich sagen, hoffentlich dauert es nicht zu lange. Bis gleich. Oh, Junge. Ah ja, kleinen Moment noch. Hier, Bestätigung. Machen wir ganz kurz. Haben wir's? Ja. Na bitte. Bis gleich. Oh, ich sehe einen. Oder? Ja. Eins. Na dann. Oh. Das kam aus dem Nichts. Und... Komm schon. Ja, das war Nummer 10. Das ist der letzte. Aber nur wenn sie in einer Reihenfolge Dings sind. Was ich jetzt nicht wirklich sagen kann, weil das der dritte ist, den ich finde. Aber es gibt sehr viele Routen, die ich noch nicht getestet habe. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade einen gesehen habe. Oh! Nummer 3. Oder unser vierter. Oh yeah! What? Sowas ging? Nummer 4! Oh! Sind die in der Reihenfolge? Oh, schade. Ich habe das Gefühl, dass da... Da oben ist wirklich eins. Guck mal. Das ist Nummer 5. Oh.
Okay. Jetzt bin ich schon mal hier. Was auch immer mir das bringt. Oh, da ist eins. Das ist Nummer 5. Oh, aber könnte mich das zu dem anderen führen? Na komm. Und... Und komm. Ja, es ist Nummer 9. Wir haben sie. Endlich. Mit anderen Worten, Nummer 6, 7 und 8 fehlen und sie sind irgendwo davor, weil bis jetzt sind alle in einer Reihenfolge gewesen. Das gibt mir neue Möglichkeiten, mit der ganzen Sache zu arbeiten. Uff. Oh, ja. Welche Nummer? 6. Nummer 7 ist also irgendwo hier hinter. Oder so ein bisschen daneben. Okay. Da haben wir noch einen Jump. Oh, zwischen den Bäumen. Guck mal. Wow. Das ging irgendwie plötzlich. Yo. Das war, glaube ich, Nummer 8. Da ist auch eine Luftline. Wow. Wow, wow, wow. Warte! Nein! Ich hab sie gesehen! Zurück! Ich hab sie gesehen! Da war sie! So, hier einmal Obacht. Hier nicht bei einem Slider und rechts. Und jetzt irgendwo links bei einem Baum. Da! Oh, 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 ja! Ach, ja! Ach, Donald, aber wir haben es geschafft! Und finish. So. Damit kriegen wir Meisterscharmeur. Oh. Und unser letztes Orichalcum Plus. Was nicht das letzte ist, was wir on-screen kriegen, weil es noch welche gibt, die wir im Anschluss, in den nächsten Parts, während des Finales bekommen. Aber für diese Datei, wo ich das Finale schon gespielt habe, haben wir jetzt alle. Und das bedeutet, wir können. Zum Glück habe ich die Fotomission auch. Okay. Also. Schmieden. Miasma-Tropfen, Miasma-Steinsammelziele. Wir haben die letzte Fotomission beendet und kriegen dafür das Schmiederezept für die kleine Schleife. Ich weiß aber schon. Das habe ich schon offscreen getestet. Ich habe ja geguckt, was das Item war. Deswegen habe ich gerade Miasma-Sachen im Shop freigeschaltet, weil ich Miasma-Sachen gefarmt habe, um einen Miasma-Kristall zu bekommen. Den brauche ich, um die kleine Schleife zu schmieden. Wie ihr seht. Bumm. Und nun Ultima. Startet mit 13 Angriffen oder Magie oder kommt es generell? Situationsboost? Es gibt doch keine wirklichen Situationskommandos mehr. Die Ultima-Klinge dieses Spiels sieht schnieke aus. So, ich habe die Sammelziele noch nicht, aber soweit ich weiß, brauche ich die auch nicht. Ansonsten werde ich das offscreen bis zur finalen Statistik nochmal schnell machen, denn es beinhaltet den Miasma-Splitter und den Pyropstein. Das ist alles, was mir fehlt. Nur die beiden. Also zwei Gegnerartenformen. Fertig. Der Schalk von den Unversierten zum Beispiel für die Splitter da. Ja. Die beiden kann ich kaufen. Womit ich dann auch mir erstmal Kristalle fertigen kann, glaube ich. Als erstes haben wir hier jetzt den Meisterscharmeur. Oh. Man braucht also keinen normalen Charmeur mehr. Es checkt sich ja nicht. Ist ja maximale Entfernung. Beziehungsweise spielt keine Rolle. Hätte ich beim Fahren gebrauchen können. Hätte man das mal vorher gewusst, nicht? Und jetzt das finale Schlüsselschwert. Ultima. Es besitzt nur einen einzigen Multifokus. Der Ewigkeitskreis.
Echt? Warte mal. Teleport. Bundespotenzial. Stärker also, wenn man mächtige Gegner bekämpft. Ah, so, Situationsleisten finden sich schneller auf. Gehen wir mal ganz OP. Sieht ja schon schnieke aus. Das glitzert so wie ein anderes Schlüssel. Also glitzert so wie ein anderes Schlüsselschwert, was wir im Laufe der Kingdom Hearts Serie schon mal gesehen haben. Zählt so nicht. Ich brauche einen Gegner. Die, wo ich die Frostkristalle farmte. Und natürlich will ich auch noch Formveränderungen auschecken. Schauen wir mal, wie das Teil ist. Oh, ich habe es nicht mehr aufgelevelt. Egal, dann kann ich Kombos an Gegner machen. Wahrscheinlich ist es sonst zu OP. Schönes Geräusch. Okay. Das war nur der Goofy-Tornado. War nur das Feuer. Okay, bitte nicht verlieren. Einen Moment. Wir fliegen mal kurz zu den Drachendingern. Ultima Form. Und da ist der Teleport. Man ist halt einfach ein Gott, wie man es erwarten kann. Mit allen möglichen Ars-Kommandos. Jetzt kriege ich einen Freudestein. Der war so schwer zu erfahren, verdammt. Jo. Also, das sieht ja schon imposant aus. Und wir werfen ganz viele Ultima-Splitter. Und? Ach so. Man kann das Kommando, das Shotlock nur aufgeladen machen. Es geht nicht vorher zu aktivieren oder anders. Dann. Nicht wahr? Hat einen ganz anderen Multifokus. Anvisierer, guck dich den Schnee an! Ich bin gerade so froh, dass ich das in dieser Welt mache, weil das ja mal einen irren Effekt hat. Boah, ich baue eine richtige Schneeumgebung. Das verbraucht ja nicht mal wirklich Fokus. Es ist wirklich nur eine Fokusaufladung. Man muss anvisieren und dann, wenn der Kreis voll ist... Explosion. Guckt euch das an. Man... Ich feiere das gerade so mit dem Schnee. Den ich ja sowieso in dieser Welt sehr feiere. Und... So. Ich hab das... Sehen wir den Stein da drunter oder ist das einfach nur verkohlt? Ich glaube, das ist verkohlt, weil hier auch überall Magiepartikel an dem Boden sind. Das sieht in anderen Welten bestimmt auch nochmal ganz eindrucksvoll aus. So, ich werde jetzt mal kurz... Ach ja, ich glaube, wir haben soeben das Gummifon vervollständigt nebenbei, Leute. Was ebenfalls bedeutet, dass die Trophäen auf 100% sind. Was für ein schönes Bild dabei. Wir haben es geschafft. Aber das will ich noch sehen. Ich will diese Klinge gerade noch in... Schlüsselschwertfriedhof noch ausprobieren hier noch. Das haben wir ja zum Glück schon durch. Ich will nur ein offeneres Feld. So, jetzt. Just keep moving. You'll warm up. Gee, nothing ever gets you down, huh, Sora? Quatsch, er übt nur eine Art Rache aus, weil Donald ihm keine warme Kleidung zaubert.
Ich weiß ganz genau wo. Dort, wo wir die Welt betreten haben. Das ist für mich der perfekte Ort. Oh, man sieht es an der Karte, wo ich gerade festhänge. Das sieht man nicht so wirklich, weil ich hier fliege. Aber ich kann mich nur an Kartenstücken bewegen. Das ist auch die Art und Weise, wie ich mich hier orientiere. So, das ist aber noch nicht... Das ist überhaupt nicht, wo ich hin wollte. Das ist der Olaf-Zusammenbaupunkt. Wartet einen kleinen Moment. Ich brauche einfach nur ein anderes... Man kann es also nicht ohne Anvisierung machen, aber das ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Ich brauche nur ein größeres Kampffeld. Da. Ja, das ist das offene Feld, wo ich hin wollte. Jo, man sieht ja von hier aus das Eisschloss. Ist mir nie aufgefallen. Naja, beim allerersten Mal, wo man hier war, aber... Da war es ja auch noch nicht da, aber... So? Letter Touch! Oh, okay, wir gehen mal hier hin. Und jetzt... Mit schönen großen Krater. Jo. Und das Ganze jetzt noch in einer anderen Welt und dann haben wir es. Nebenbei, wir sind noch nicht ganz fertig. Es gibt noch eine Sache, die ich machen muss. Aber das mache ich meinetwegen in einer anderen Welt. Kein Problem. Denn dieses Schlüsselschwert ist... Oh, ich kann es hier machen. Dieses Schlüsselschwert ist, glaube ich, noch auf Level 1. Was für ein Anhänger hat das denn überhaupt? Oh. Da. Achso, nein, es kommt schon. Aber ich meine, es hat auch die besten Werte. Der beste Magiewert, den ich jemals hatte, war eben... Nein, Quatsch. 14. Es ist magisch sogar besser. Die klassischen Klänge. Die ich für alle möglichen Farming-Sachen auch benutzt habe, bis ich mal Drop Luck brauchte. Weil dieses Schlüsselschwert einfach so gut ist in Kombination mit Blitz. Okay. Ist also doch schon fertig verstärkt. Aber ansonsten wäre es ja auch so viel stärker, wenn es mit 13-13 anfängt. Da enden ja alle. Aber auf die Weise bleiben auch alle Schlüsselschwerter mehr oder weniger relevant. So. So. Hier. Ich hatte zwar erst eine andere Welt im Kopf, aber dann dachte ich mir, versenktes Gras. Das ist es, was ich sehen will. Ja. Muss nur gerade gucken. So. Und das Gras ist nicht wirklich betroffen davon. Wir haben zwar einen Krater, aber das Gras steht über alle magischen Effekten, wie es aussieht. Inklusive Feuer eigentlich. Na gut, hätte man sich auch denken können. Ja, Leute, aber das war im Prinzip, was ich testen wollte. Damit war es das für diesen Part. Und für die 100%, wie ihr gesehen habt. Und jetzt gilt es für mich, das Spiel durchzuspielen, um die Endstatistik zu erreichen und eventuell noch herauszufinden, wie ich die letzten Gummisachen bekomme, falls ich sie brauche. Wenn nicht, dann ist es egal. Und ansonsten für euch und mein vergangenes Ich gilt es jetzt, das Spiel komplett durchzuspielen mit dem Finale. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Danke fürs Zusehen. Kommt ihr nicht vergessen. Trackline is over and out. Bis zum nächsten Part, wo wir mit dem Finale anfangen. Das eine ganze Menge Parts umfassen wird. Tschüss.